Die Parlamentarier des Unterhauses in London haben mit 521 zu 73 Stimmen für das Handelsabkommen mit der EU gestimmt. Sie machen damit den Weg frei für einen geordneten Abschied der Briten aus der Europäischen Union. Gesetzt wird das Abkommen nach der Zustimmung des Oberhauses und wenn zu guter Letzt Königin Elizabeth II. Ihren Segen gegeben hat. Mit diesem Gesetz werden wir ein guter Nachbar sein, der beste Freund und Verbündete, den die EU nur haben kann. Wir werden Hand in Hand arbeiten, wann immer unsere Werte und Interessen übereinstimmen. Und wir erfüllen den Wunsch des britischen Volkes, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben, die von ihrem eigenen und souveränen Parlament gemacht werden. Premierminister Johnson hatte mit viel Pathos im Unterhaus für den Deal geworben, als historische Chance und nationale Erfüllung gleichermaßen. Die EU-Spitze hatte den Brexit-Handelspakt schon unterzeichnet. Das signierte Exemplar des Vertrages war von der britischen Luftwaffe nach London geflogen worden. Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament werden erst Anfang Januar abstimmen. Bis dahin gilt das Abkommen von Seiten der EU als vorläufig.